kurzes Interview. Sind Sie zufrieden mit dem heutigen Spiel? Ja gut, wir haben es unserem Gegner nicht leicht gemacht. Nicht? Unsere taktische Devise war ja, kein Gegentor zu kassieren. Und das ist uns ja auch recht gut gelungen, bis das Gegentor fiel. Ja, aber das war immerhin schon in der 5. Minute. Na gut, aber man muss es ja auch mal positiv sehen. Es hätte ja auch noch früher fallen können. Zum Beispiel in der 4. Minute. Oder in der 3. oder sogar schon in der 2. oder so. Es war ja nun ein Eigentor von Ihnen. Ja, sicher, gut. Also meine Mannschaft wusste, dass ich auch nach hinten raus gefährlich bin, nicht? Aber mein Angriff kam einfach zu überraschen. Aber anschließend haben mich meine Mitspieler dann ja in Banddeckung genommen. Also das Eigentor hat Sie nicht demoralisiert? Nein, natürlich, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe für meine Mannschaft ja viel getan und ich meine, ich habe dann ja auch das spielentscheidende Tor auf der anderen Seite geschossen. Auf der anderen Seite, ja, aber das war nach dem Seitenwechsel. Würden Sie das nicht als ein zweites Eigentor bezeichnen? Ja, nein, natürlich, sicher. Also, man muss sagen, es war ja in der ersten Hälfte das Tor des Gegners, nicht? Und wenn wir jetzt andersrum gespielt hätten, dann wäre es ja ein Tor für uns gewesen, nicht? Das muss man immer klar machen, nicht? Und ich meine, ich stehe eben auf dem Standbein, also Tor ist Tor, ja? Wo es jetzt gerade steht, ist Nebensache. Es wurde ja im Vorfeld viel diskutiert über Sie, ob Sie in Form sind. War das eine Belastung für Sie? Na gut, es ist viel geschrieben worden in der Presse, aber auch in den Zeitungen. Ja. Dass ich also in einer Krise wäre. Aber ich glaube, das habe ich ja heute auch also bewiesen. Ja. Es gab in der 53. Minute ein Handspiel von Ihnen im gegnerischen Strafraum. Eine gelbe Karte. Wie haben Sie die Situation erlebt? Na gut, ich habe den Ball auf die falsche Hand gekriegt. Nicht? Also mit links wäre garantiert drin gewesen, aber mit rechts bin ich eben nicht so gut. Ja? Aber mir daraus jetzt einen Vorwurf abzuleiten, wäre vollkommen gerechtfertigt. Ja, Sie haben ja dafür dann später einen Elfmeter rausgeholt. Mal ganz ehrlich, war es ein Foul oder haben Sie sich fallen lassen? Ich meine, es geht langsam auf den Sommer zu, da kann man ruhig mal eine Schwalbe riskieren. War es dann aber die richtige Entscheidung, den Elfmeter selber zu schießen? Was war los? Haben Sie vor dem Schuss zu viel nachgedacht? Dass ich zu viel nachdenke, war noch nie mein Problem. Ich habe mir die rechte Ecke ausgesucht und voll drauf gehalten. Ja. Die rechte Stadionecke. Na gut, sicher, warum nicht? Ich dachte mir, die Jungs im Fanblock würden sich über den Ball freuen. Dann gab es in der 83. Minute die Situation mit der zweiten gelben und der anschließenden roten Karte. Was war los? Es heißt, Sie hätten den Schiedsrichter beleidigt? Nö, ich habe nur versucht, ein kleines Gespräch zu beginnen. Nicht? Also, Kommunikation. Also, das Menschen dazwischen sein ist mir irgendwie wichtig, ja. Was haben Sie dem Schiedsrichter denn nun genau gesagt? Ich habe ihn nur gefragt, ob er weiß, was seine Frau gerade macht. Stichwort Kommunikation. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie heute etwas für die Mannschaft tun konnten? Sie gelten ja eigentlich als Mannschaftsspieler. Ja gut, also ohne Mannschaft kann ich nicht spielen. Ja? Also ich habe es mal versucht, aber da taucht dann sofort das Problem auf, dass man keinen Anspielpartner hat. Ja? Dass man nicht weiß, wohin man so abspielen soll. Und seitdem spiele ich nur noch mit Mannschaft. Es gab eine 0-2-Niederlage. Hätte der Gegner Italien geheißen, okay. Aber der Gegner waren ja nun die Färöer Inseln. Sie waren an dem Ergebnis maßgeblich beteiligt. Was muss Ihrer Meinung nach getan werden? Ja, und man muss sehen, also das ist Fußball und Fußball ist nicht einfach. Ja? Besonders nicht für uns Spieler. Ja? Wir müssen ständig rennen, nicht? Auch bei Regen. Ja? Jeder andere will reingehen, wir müssen draußen bleiben. Nicht? Man macht sich Trikot schmutzig, ja? Sieht nicht gut aus. Und dazu müssen wir meistens noch am Wochenende spielen, wo jeder Anlauf frei hat. Also das macht mir einfach zu schaffen. Also. Trotzdem werden Sie sicher verstehen, dass die Zuschauer sich die Frage stellen, warum Erich Ribbeck sie immer wieder aufstellt.
Na gut, ganz einfach. Meine Interviews werden immer besser.